Willkommen auf der Linux Couch. Hi. Ja, hoi. Willkommen auf der Liloop Couch. Ja, danke. Wie heisst du? Mein Name ist Silvio Haug und als Künstler heiße ich schlicht Mr. Haug. Ja. Und du machst eine Produktion, oder was machst du genau? Ja, also ich habe 2010 habe ich angefangen, wirklich Musik zu produzieren. Und dann bereits 2011 bin ich dann zu Liloop gekommen und seither eigentlich auch dort geblieben und habe Spass daran mit dem, was ich mache, ja. Okay, gibt es aktuelle Sachen von dir, die man hören kann? Ich habe jetzt zum Beispiel den Überblick nicht ganz bei all diesen Artists, da, bei all diesen jungen Leuten, die Zeugs machen, die es lieben, die sie mega geil finden. Mhm. Wie heisst der Track, den man im Moment von dir hören kann? Also ich habe wirklich ein paar Tracks natürlich jetzt schon auf dem Markt. Ich sage jetzt, der erfolgreichste gehört jetzt einerseits Wake Up Good Man, der ist sehr lang gut gelaufen. Ist auch eine sehr interessante Produktion für mich gewesen, weil das ist, ich sage, die Idee hatte ich bereits schon 2011 gehabt. Und ich war einfach von den Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt gewesen und habe das jetzt wirklich erst 2014 auch wirklich fertig produziert und dann auf den Markt gebracht. Und selber bin ich wirklich sehr überrascht gewesen, wie das Ganze jetzt auch angekommen ist. Haben zusammen dann auch gerade noch mit dem Luca Fumagalli gearbeitet. Ich möchte ihm da auch nochmal herzlich Danke sagen für seine Gitarrenspuren, die er bei mir aufgenommen hat. Also gehört man in deiner Produktion in dem Fall auch Live-Instrumente? Das sind nicht nur Synthesizer? Ganz genau, die sind wirklich bei mir zu Hause in meinem Schlafzimmer quasi aufgenommen worden. Und ja, cool. So ist das, ja. Und wie bist du zu Liloop gekommen genau? 2011 ich habe mit Leandro Li zusammengearbeitet und er hat mich am Anfang so begleitet. Ich habe viele Fragen dürfen stellen und er hat mich dort am Anfang supportet und dann ist schnell die Frage aufgekommen, willst du nicht eigentlich deine Musik vertreiben? Und dann habe ich mal angefangen mit den ersten Minimal-Tracks, mal so ein bisschen Instrumental-Hip-Hop, wo ich rausgebracht habe. Und jetzt, seit darf ich sagen, gut 2 Jahre fahre ich eigentlich Deep House Schienen und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Ja. Okay, nice. Also dann müssten wir in den Track reinhören, um zu checken, was du machst. Einerseits ja, Wake Up Good Man. Ist wirklich einer von meinen einzigen Lieder, wo wirklich auch mit Stimmen produziert worden ist. Mein neuester Titel heisst Zürich. Okay. Speziell ist... nicht überraschend, du redest Zürich-Deutsch. Ja, genau. Ja, ich lebe auch in Zürich, das ist richtig. Ja, ist auch... wie soll ich sagen, der Name kommt dann nicht von ungefähr. Für mich hat das Lied... verkörpert ein bisschen den Zürich-Night-Lifestyle. So, es fängt ein bisschen normal an und irgendwann fängt es an, halt irgendwie ein bisschen abdrehen. So gegen Mitternacht, 2, 3, immer ein bisschen schlimmer. Okay. Und, ja, also für mich ist es eigentlich wirklich eine Entwicklung, die ich halt auch im Nightlife sehe und darum auch den Namen und das Cover, das ich selber gemacht habe. Und das Coole am Ganzen ist eigentlich, dass der Vancanicha mir einen Remix gemacht hat und er ist prompt auf Platz 1 gelandet. Wir sind beide extrem überrascht gewesen, aber wir freuen uns für den riesen Erfolg, den wir jetzt dort feiern dürfen. Ja. Gratuliere, Mann. Mach weiterhin, was du liebst und viel Glück. Danke dir. Liloop.